Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 414. Wir stehen hier vor der ersten kleinen Halle. Da sieht ihr auch schon oben noch so eine Einfügung in Grau. Das Ganze hier in sonst eher rot mit typischen Metallplatten gedacht. Wir haben hier eine normale kleine Tür mit Licht dran. Da können wir reingehen und wir haben eine Tür, sprich ein Tor, das zur Seite aufgeht. Ne, wenn wir jetzt hier noch rangehen, dann sehen wir hier, es ist hier. Das ist halt der Öffnungsmechanismus für die Tür wohl. Eine Lichtgeschichte, müssen wir mal gucken, habe ich hier, glaube ich, damals. Da können wir Licht einschalten, dann sehen wir, dass ein bisschen Licht gekommen ist, aber wir sehen leider den Effekt hier oben nicht dran. Die Träger sowas sehen auch mal aus wie andere Träger, ne? Also hat auch was. Hier unten die Betonsockelgeschichten sieht man vernünftig. Man sieht, dass das alles hier auf Stahlträgern basierend ist. Ne? Die Tür steht jetzt. Achso. Die Tür haben wir selber mit der eigenen Tür hier zugeschoben. Das ist natürlich, ja, und auch durch die Lampe durch. Das ist vielleicht nicht optimal gelöst, ne? Aber man sieht hier auch außen geht hier ein bisschen Licht an. Also das passt in dem Sinne schon. Ja, einfache kleine Halle, ne? Wer sowas sucht, warum nicht, ne? Wir gucken auch gleich, was sie kostet, weil wir sind heute, haben wir relativ viel dabei. Deswegen gucken wir mal, unter Borger Lagerhaus läuft das Ganze. 55.000 kostet die Halle. Das müsst ihr dafür investieren, wenn ihr das stehen haben wollt. So, dann hüpfe ich mal und zwar hier rüber und lauf gleich mal hier vorne hin. Wir haben hier vorne einen Umbau von einem Krone. Da seht ihr es, ne? Big M450 als Dreiachse, also als 6x6 Variante. Hier hinten mit den ganzen Anschlussgeschichten dran. Das heißt, hier könnten wir auch direkt eine Ballenmaschine und sowas anschließen. Ne, also es gibt so ein Beispielbild, das seht ihr auch, wenn ihr auch die Beschreibung der Mod aufruft. Da haben sie hier hinter eine Krone Ballenmaschine gesetzt mit der großen Variante des Aufnehmens. Ne, das heißt also mit den Flügeln, die links und rechts ausklappen. Und ganz dahinter nochmal eine Ballenanhänger mit Autoload. Also so können wir das alles kombinieren. Die große Variante lässt sich hiermit mich dann auch lenken, aber die hat ja Ausläufer, die gehen ja ne, bis hier so ungefähr geschätzt. Und dadurch haben sie die Wendemöglichkeit durch die Verlängerung nach hinten und die Anschlüsse sind auch alle da. Ne? Deswegen hier die Variante. Die sieht auch soweit gut aus. Ich hüpfe mal eine Runde rein. Da seht ihr, was man halt normal damit machen kann. Klar, ich kann das gute Stück anmachen. Ich brauche jetzt Licht und sowas hier ja nicht zeigen. Darum geht es hier bei dem Part ja nicht. Ne? Ich kann hier den kurz das Ganze ausklappen. Und das Ganze runtersetzen. So. Ne, wenn ich das Ganze jetzt anmache, dann mäht er ganz normal. Ne? Also das funktioniert schon mal einwandfrei. Seht ihr selber. Aber er ist halt ziemlich am Rumspucken. Das hätte ich halt dann den Arbeitsmodus kann man hier dann ne, auf Schwadablage machen. Ne, und dann seht ihr dann Licht dann Schwad. Also kann man, braucht man die große Variante nicht. Ne? Ich mache jetzt hier mal das Meer wie auf, damit ihr einfach nur das Lenken seht. Ne, also das lenkt sich alles hervorragend mit. Also das sieht schon so gut aus und hat an Wendigkeit kaum was verloren, aber halt, man hat halt die Möglichkeit, mehr hinten dran zu setzen, weil man mehr Spielraum hat und nicht gleich ans Fahrzeug ranschlägt. Ne? Also schon eine schöne Geschichte. Und ja, wie ihr seht, funktioniert auch einwandfrei. Ne? Warum nicht? Mal was anderes. Ja, shopmäßig sieht die genauso aus wie sonst auch, hätte ich fast gesagt. Wir haben den gleichen Preis hier. Also das ist die normale Variante, ja. Ne? Seht ihr, das ist die Variante kurz und hier haben wir die Variante lang und die kostet dann in dem Fall hier gleich viel. Ne? Wir haben jetzt hier so auch nichts groß einzustellen, ein bisschen andere Reifen und das ist es dann. Ne? So, okay, damit haben wir den dementsprechend dann auch. Also wie gesagt, schöne Geschichte. Und ja, ich laufe jetzt mal hier auf den John Deere zwar zu, aber den machen wir am Schluss. Wir machen erstmal den kleinen LKW dahinter. Da sind wir dementsprechend auch schon. Der sieht auch soweit sehr gut aus, muss ich sagen. Man kann hier vorne, ne, das ist ein MAZ, da sieht man auch schön das uralte Logo. Hier die Front hätte man auch noch anders machen können. Ich glaube, das ist so eine Art Winterschutz in Schwarz. Das zeige ich aber gleich mal im Shop. Die Felgen hier kann man lackieren. Das heißt, da gibt es andere Farben für. Allerdings hier oben für die Variante nicht. Das heißt also, der Cap, also das Cockpit, die Fahrerkabine, die bleibt so. Hier sieht man schön so ein bisschen alt angeschweißt. Ne? Also sieht man alles mit Tank und ist klar. Ne? Ganz normale Zugmaschine dann in dem Sinne. Wir hüpfen da mal eine Runde rein.
Ne, ihr seht, ich habe jetzt hier keine Special zu machen, deswegen kann ich die Hilfe gleich wieder zumachen. Wir haben schön Licht in zwei Stufen, in drei Stufen sogar. Ne, also das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Wir blinken, auch vorne, an der Seite auch schön. Und wir haben leider hier irgendwo mittendrin was blinken. Wenn überhaupt. Und hinten blinkt er gar nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ob das im Original auch so ist. Ich finde die Schmutzfinger zum Beispiel sehr gut, ne, mit dem Symbol drauf. Aber es ist hier auch nichts Blinkendes vorgesehen. Also wenn ich die Hauptlampe an sich blinken würde, dann passiert hier an der Seite nichts. Ne? Deswegen muss man da mal gucken, was da so ist. Ihr seht sonst, das halt normales Rücklicht. Ne? Wenn wir jetzt hier reingehen und Licht anmachen, seht ihr schön die klassische alte Hintergrundbeleuchtung, diese grüne Glimmlampen, sage ich immer so gerne. Sitzbezüge in einem anderen Stil, sagen wir einfach mal so. Ne? Und sonst sehr klassisch einfach das Ganze hier gehalten. Ne? Wie gesagt, wir kriegen das Ganze noch mit verschiedenen Dachspoilern. Einmal so firmenbezogen, einmal den Dachspoiler, den wir jetzt sehen, den ich draufgesetzt habe. Und dann kann man zusätzlich das Ganze auch noch ohne kriegen. So einfach ist es. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen, gehen wir einfach mal in den Shop. Gehen wir unter LKWs, da sehen wir das gute Stück auch. 25.000 ist der Grundpreis mit 180 PS. Wir haben hier die Verkleidung, das ist hier vorne, wie gesagt, wahrscheinlich ist es eine Art Winterschutz, den man da vorsetzen kann. Aber man sieht, es ändern sich auch teilweise die Stoßfängergeschichten. Also das ist schon vielleicht auch jahrgangsbezogen, muss man mal gucken. Ne? Spoiler ist halt hier einmal firmenbezogen, dann einmal den Spoiler, den ihr von mir aus gesehen habt oder gar nicht. Und das, was ich farblich ändern kann, sind die Felgen. Ne, aber der Grundkorpus bleibt da und wir haben noch ein Nummernschild. Ne, das ist ein MAZ 504, wo das Ganze drunter läuft. Ja, ich würde sagen, ich drehe da einfach mal eine Runde mit. Ja, fährt einwandfrei, hält gut die Spur, Bremsleuchten sind da, Rückfahrleuchten kann er keine haben, weil war da gar keine da, ne? Das ist der ganze Trick. Ich stelle das gute Stück hier einfach direkt ab. So, ja, schöne Mod. Dann kommen wir zu diesem guten Stück hier. Das ist die 8R-Serie, da seht ihr selber, in dem Fall haben wir die 8345R stehen, ne? Hier mit dem schönen Vorbau dabei und das ist die Baujahr 2009er-Serie. Deswegen auch darunter als Mod dann zu finden. Wir können hier oben den GPS-Part und sowas machen. Wir haben hier die Luftdruckgeschichte drin. Ne? Ganz wesentlicher Punkt. Eine direkte Verstellung. Ich könnte jetzt hier die Sitzposition... Oh, ich muss erst Motor anmachen. Ich kann hier mit der rechten Maustaste die Sitzposition verschieben, wie ihr seht. Ne? Je nachdem, wie man arbeiten will. Wenn ich beide Maustasten gedrückt halte, seht ihr selber, dann passe ich das Ganze ein bisschen an. Ne? Ihr seht selber, ich fahre ein bisschen hoch und runter, was den Luftdruckpart angeht. Ne? Was die anderen Geschichten angeht. Luftdruck selber kam mit Steuerung P. Sollen wir den hier ändern können? Da sehe ich jetzt nicht, dass die Werte da unten sich ändern oder so. Vielleicht mache ich auch gerade was falsch, aber ich habe, wie gesagt, so weiter nichts gesehen, aber ich konnte mit den Maustasten auf jeden Fall ja, hier irgendwelche Höhenverstellungsgeschichten machen. Ob die nun Luftdruck oder Fahrwerk abhängig waren, das kann ich so leider nicht sagen. So, Licht. Genau, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Ich habe selten so viele Lampen von vorne gesehen, muss ich zugestehen. Also das Ding ist mal richtig hell, auch zur Seite, nach hinten. Schön die 6er-Pakete und nach unten zwei extra. Also das Ding hier beleuchtet sehr, sehr gut und auch komplett in der Runde, wie ihr seht, mit kaum Blindstellen. Ne? Also das ist schon mal sehr schön gemacht. Dann blinken tun wir dementsprechend. Ne? Hier oben an der Seite einmal und dann ganz normal hinten. Das funktioniert auch auf beiden Seiten. Wir können europäische wie auch... US-Varianten wählen, was jetzt die Reflektorengeschichten und sowas angeht. Wie gesagt, GPS kann man wählen, die Rundumleuchten kann man in verschiedenen Stufen wählen. Das ist also alles machbar. Wenn wir hier Licht anmachen, dann sehen wir in der Mitte beim Lenkrad schon alleine, der Schalter sich bewegt und dass da die Tasten im Hintergrund tick mehr beleuchtet sind. Ne? Also das funktioniert dementsprechend auch. Ich habe ihn jetzt erst nochmal wieder ausgemacht. Wir gucken uns das Ganze mal im Shop an. Finden wir natürlich dann unter Großtraktoren, wer hätte es gedacht. Da haben wir ihn am Ende. Wie gesagt, hier kann ich den Motorpart wählen von 285 in mehreren Stufen bis zu 292 PS. Hier auch mit einer Automatikversion. Verschiedene Reifen, Größen, Breiten, seht ihr selber mit Luftdruck und was auch immer. Ne? Also hier seht ihr jetzt noch die Schilder. Auch das ist die US-Version dann.
Tire Pressure, also die Luftdruckgeschichte, wie ich schon sagte. Spiegel können wir elektrisch oder normal haben, auch das ändert sich dann die Optik dementsprechend, GPS. Wir können die Fender, also die Kotflügelgeschichten hier einstellen. Ne, also hier ist sehr, sehr viel einzustellen. Dann Designgeschichten, ne, was jetzt Wiper angeht, die Lichtanzahl, das seht ihr hier vorne, das ändert sich dann hier. Ne? Ob 4 Lichter oder 5 Lichter, dann geht das Logo nämlich einen nach unten. Und dann hier die ganzen Arbeitslichter, wie viele man anhaben will. Ne? Also ich kann hier die Arbeitslichter voll anmachen, die rundum leuchten und auch hier den Frontanschluss setzen. Also wieder sehr schöne Einstellmöglichkeiten, sehr viel gemacht, kann man nichts anderes zu sagen. Gefällt mir auch sehr gut. So, dann würde ich sagen, ja, wir machen das gute Stück einfach mal an und drehen auch damit eine Runde. So, Bremsleuchten sind da, ne? Rückfahrleuchten haben wir wie meist der Fall leider nicht und da habe ich schon hingestellt. Also auch das, sehr, sehr schönes Gerät, kann ich anders sagen. Ich stelle die Jungs immer so schön nebeneinander hin und dann, ja, was soll ich sagen, ist es schon wieder soweit. Wir sind am Ende der Folge für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.